Nimm dir einen Moment Zeit, eine gute und bequeme Haltung im Sitzen zu finden. Das kann auf dem Boden, auf einem Sitzkissen, einem Stuhl oder auch direkt in deinem Bett sein. Schließe deine Augen. Nimm wahr, wie du dich fühlst. Und entspanne dich in deinen Körper hinein. Gibt es Stellen, an denen du noch Spannung spürst? Dann versuche sie loszulassen, so gut du kannst. Nimm ein paar tiefere Atemzüge und lasse ausatmend vollständig los. Entspanne dein Gesicht, die Stirn. Lass auch deine Lider ganz schwer werden. Die Schultern sinken. Lass das Gewicht deines ganzen Körpers in den Boden sinken. Entspanne den Rücken. Die Bauchdecke wird weich und entspannt. Dein Brustraum, dein Herzraum wird weich und entspannt. Spüre deinen Atem hier im Brustraum. Lass ihn mit jedem Atemzug etwas weiter werden. Löse Enge auf. Der Atem fließt immer leichter ein und aus, immer müheloser. Alles, was hier fest und eng ist, löst sich langsam auf. Wärme und Weite entstehen. Eher ein Gefühl von Leichtigkeit. Bringe deine Wahrnehmung zum Herzen. Spüre hinein in diesen Bereich. Und sinke immer tiefer hinein in deinen Herzraum. Erinnere dich jetzt an etwas, für das du dankbar bist. Das kann so etwas sein, wie ein geliebter Mensch, ein Haustier, ein glücklicher Moment, eine Eigenschaft an dir, für die du dankbar bist, ein Erlebnis, das du hattest, vielleicht in der Natur oder mit anderen Menschen. Eine kleine Geste, irgendetwas, das dich glücklich gemacht hat oder glücklich macht. Erinnere dich so genau wie möglich daran. Lass es noch einmal in dir real und lebendig werden. Und lass die Dankbarkeit, die du dafür empfindest, lebendig werden. Nimm deinen Herzraum wieder wahr. Was fühlst du hier? Vielleicht so etwas wie Entspannung. Oder Weite, Wärme vielleicht. Oder etwas ganz anderes.
Lass es zu. Lass dieses Gefühl oder diese Gefühle sich ausdehnen, größer werden. Nimm jetzt wieder für ein paar Momente den Atem im Brustraum wahr. Wie er jetzt fließt, frei und leicht. Versuche dich an noch etwas zu erinnern, für das du dankbar bist. Es kann aus allen Bereichen sein. Menschen, Situationen, Erinnerungen. Es kann etwas sein, das mal jemand zu dir gesagt hat. Oder ein Gedanke, eine Idee, eine Entscheidung, die du selber getroffen hast. Und spüre wieder in deine Reaktion im Herzen. Was spürst du? Was passiert mit dir, wenn du für etwas wirklich dankbar bist? Weite und Weichheit entstehen. Härte und Enge lösen sich auf. Lass diese Gefühle weiter größer werden, grenze sie nicht ein. Nimm wieder deinen Atem wahr. Lass ihn frei und weit fließen. Vielleicht fällt dir noch eine dritte Sache ein, für die du heute dankbar bist. Ein Lied, ein Buch, das dich bereichert hat, eine Reise, eine Begegnung. Du kannst dankbar fürs Jetzt sein, dass du jetzt hier sitzt. Und nimm wieder wahr, wie sich dein Herzraum anfühlt. Bleibe verbunden mit allen Gefühlen. Sie dehnen sich immer weiter aus. Auf deinen gesamten Körper. Bis in jede Zelle hinein. Und sogar über die Grenzen deines Körpers hinaus. Nimm jetzt wieder deinen Körper wahr, der atmet. Deine Haltung. Den Platz, an dem du dich befindest. Nimm wieder wahr, wie du dich fühlst. Was hat sich verändert? Was hat diese Übung bewirkt? Mache dich bereit für deinen Tag mit mehr Bewusstheit und gestärkt durch die positive Kraft der Dankbarkeit.
Nimm sie mit in deinen Tag. Und wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen wieder.